7 Spiele ungeschlagen. Der HFC unter Sreto Ristić so gut wie seit 3,5 Jahren nicht mehr, aber eben auch noch längst nicht raus aus der Abstiegszone. Auch weil der Kroate immer wieder improvisieren muss. Heute gibt es aber eine positive Nachricht. Der Kapitän ist zurück an Bord, Jonas Niedfeld, nach überstandener Sprunggelenksverletzung. Einer von 3 Neuen in der Startformation. Ristić muss wieder basteln. Dennis und Redemann fehlen gesperrt. Bulicki ist verletzt, deshalb Müller im Sturmzentrum, Herzog im Mittelfeld und Niedfeld als Abwehrboss hinten drin. 630 Zuschauer im strömenden Regen von Dortmund, darunter die Hälfte aus Halle, die werden pitchnass. Auch für die mitgereisten Anhänger gilt es heute also zu gewinnen. Der HFC durch den Sieg von Bayreuth gegen Meppen am Freitagabend erstmal wieder unter dem Strich. Um das wieder zu ändern, muss heute gewonnen werden. Aber erstmal kommt der BVB. Zuletzt 2 ganz überzeugende Auftritte gegen Zwickau und bei 1860 München und bei den Löwen. Ole Pohlmann ganz stark mit einem Doppelpack und der setzt auch hier in der 2. Minute das erste Ausrufezeichen. Der 21-Jährige, geboren in Bautzen, ausgebildet in Wolfsburg. Sein Vertrag läuft am Saisonende aus. So macht man Eigenwerbung. Zehnte Minute, es entwickelt sich früh eine recht ausgeglichene Partie auf frisch verlegtem Rasen im Stadion Roter Erde. Müller tankt sich durch gegen 2, dann Zimmerschied, auch er mit viel Energie und guter Übersicht für Nico Hug. Der erste Abschluss der Gäste in der 10. Spielminute. Nico Hug, der Linksverteidiger, ein Saisontor am 1. Spieltag. Halle kommt ganz gut rein in dieses Duell, Hinspiel 0:0. Damals war es Vorletzter gegen Letzter. So ein bisschen haben sie sich verbessert, aber beide stecken eben noch ganz tief unten drin. Und dementsprechend geht es in den Zweikämpfen durchaus kernig zur Sache. Herzog mit der Balleroberung, dann wieder Zimmerschied. Der ist sehr umtriebig in der Anfangsviertelstunde. Seine Hereingabe ist aber leichte Beute für Lotka im Tor der 2. des BVB. In Halle gab es zwischen beiden Teams keine Tore, wenig Höhepunkte. Das sieht hier heute schon ein bisschen anders aus. Auch weil sich Dortmund endlich mal wieder zu Hause im eigenen Wohnzimmer austoben darf. Klasse Zuspiel von Tatamusch auf Njinma. Der vernascht Landgraf und verzieht nur knapp. Klasse Einzelaktion von Justin Njinma, 22 Jahre Leihgabe von Werder Bremen. 8 Tore bereits in dieser Saison, 6 davon 2023. Der blüht richtig auf und Bundesliga hat er auch schon gespielt. Im September beim 0:3 in Leipzig. Immer noch die Anfangsphase, 17. Minute, Eckballkreuzer, Lotka mit einer Faust. Neuaufbau über Herzog und Landgraf. Stetschik mit Problemen bei der Annahme, aber dann kommt noch Herzog. Behält die Übersicht. Kreuzer nach der Ecke gleich mal links geblieben. Hugs Hereingabe ist gut und Zimmerschied. Der aktivste im Offensivbereich beim HFC in den ersten 20 Minuten. 3 Kopfballtore immerhin schon in dieser Saison. Den trifft er nicht satt. 22 Minuten absolviert. Es bleibt ein Match auf Augenhöhe, auf tiefem Boden bei Dauerregen. Tatamusch, Ted Tatamusch, 1,94 groß, aber durchaus mit guter Technik ausgestattet. Sein Abschluss am Tor vorbei. Dann gibt es noch eine kleine Rauferei, man sieht das hier am Bildrand. Michel und Kreuzer behaken sich, der Schiedsrichter unterbindet aber sofort. Ist halt Abstiegskampf, da gehören Emotionen natürlich mit dazu. Hälfte der ersten Halbzeit ist rum. Omladic, heute der Spielgestalter und dann eine sehr knifflige Szene. Rote gegen Kreuzer. Der Pfiff von Schiedsrichter Winter bleibt aus und Dortmund bekommt die Chance zum Kontern, Njinma dann aber im Abseits. Und die große Frage, Elfmeter oder nicht? Die Abseitssituation ist unstrittig, aber das ist sehr knifflig. Es ist Kontakt da von Rote am Bein von Kreuzer. Der fällt dann aber auch ein bisschen zu offensichtlich, hebt noch ab. Aber wie gesagt, eine Berührung war da.
Ein Pfiff wäre durchaus nicht falsch gewesen. Trotzdem ist Ristić nicht unzufrieden mit der ersten halben Stunde seiner Mannschaft. Hinten stehen sie gut und offensiv wird's auch immer mal wieder brenzlig. Und die Standards der Dortmunder werden bis hierhin gut abgearbeitet. Auch der Kopfball von Eberwein ist harmlos. Der Ex-Hallenser im Dress des BVB noch ohne Tor. ...37. Spielminute, dann wieder Halle. Das Tempo ist ordentlich, die Chancen gibt's auch. Es gab schon schlechtere Nullnummern. Nicht gut geklärt von Dortmund und dann kommt Aljas Zazar. Ja, warum nicht? Einfach mal volles Risiko. Der Rasen glitschig, da wird der Ball per Aufsetzer schnell. Lotka muss nicht eingreifen. Gegen Ende dieses ersten Abschnitts übernimmt Halle die Initiative. Ecke Kreuzer. Und dann wird's richtig heiß, denn Dortmund legt sich das Ding fast selbst rein. Um ein Haar das Eigentor von Kapitän Dahms, der da angeschossen wird von Rothe. Dortmunds Zweite im Aluglück. Da hätte der gute Lotka gar nichts machen können. Pech für den HFC. Aber die sind jetzt dran am 1:0. 45. Minute. Dortmund zieht sich zurück. Halle versucht, den Ball auch gut laufen zu lassen. Kreuzer. Zimmerschied überall zu finden. Und dann hat Herzog mal Platz. Der Abschluss abgefälscht. Aber Lotka für Hertha BSC. Schon in der Bundesliga zwischen den Pfosten gestanden. Fisch stehen super raus. Koulibaly fälscht noch ganz tückisch für den Schlussmann ab. Herzog, der hat eine gute Klebe aus der Distanz. Aber Dortmunds Zweite auch einen prima Torwart zwischen den Pfosten. Bleibt beim 0:0, gibt aber natürlich noch eine Ecke oben drauf. Von der linken Seite macht's jetzt mal Omladic. Und wieder ist der Herzog da. Und probiert's nochmal. Lotka hat den sicher. Und dann ist Halbzeitpause. Aber beim Blick ins Gesicht des Keepers sieht man, wie brenzlig das in den letzten Minuten für die Dortmunder war. Abschnitt 2 unter den Augen von Ernst Middendorp. Der Meppen-Coach beobachtet die Konkurrenz. Und BVB-Trainer Zimmermann bringt zur Pause Franz Pfanne, der direkt nochmal aus dem Drucker frische Taktikanweisungen bekommt. Zimmermann, ganz interessante Personalie, den wollte der HFC nach dem Rauswurf von André Meyer. Er entschied sich für die lukrativere, finanziell lukrativere Variante in Dortmund. Abschnitt 2 beginnt mit einer Flanke von Bueno und einem Kopfball von Eberwein. Gebhardt muss nicht eingreifen. Dann zwickt der Oberschenkel bei Sebastian Müller. Nach 50 Minuten geht nichts mehr beim Angreifer. Der nächste personelle Rückschlag. Aber es kommen ja auch immer wieder ein paar zurück. Erich Berko zum Beispiel nach überstandener Syndesmosebandverletzung kommt für Müller. Das ist natürlich qualitativ jetzt nicht schlechter. Und Berko schickt sofort mal Zimmerschieds. Jetzt kann unter Druck der BVB befreit sich. Aber Halle schafft es, die gute Offensive der letzten Partien weitestgehend unter Kontrolle zu haben. Dann mal sehr viel Raum für Kamara. Gebhardt darf sich auszeichnen. Abdoulaye Kamara, mittlerweile 18, damals mit 16 Jahren und 280 Tagen jüngster Drittligaspieler aller Zeiten. Die junge Dortmunder Mannschaft probiert es, aber der HFC mit Abwehrboss Niedfeld hinten drin sehr, sehr sattelfest. Bedenkt man, dass sie in den letzten 5 Partien 9 Gegentore gefressen haben, ist das jetzt schon wieder ganz anders. Aber alles können sie natürlich nicht verhindern. Njigma, der ist mit ganz viel fußballerischer Klasse ausgestattet und das geht dann zu schnell. Für Nico Hug, der verteidigt das nicht gut, aber auf Gebhardt hinten drin ist Verlass.
Gute Stunde rum. Halle hat noch nie gegen die zweite des BVB gewonnen. Das wollen und müssen sie auch irgendwie heute ändern. Flanke Kreuzer. Und dann gibt's die Chance für Nico Hug. Zum zweiten Mal klatscht die Kugel an die Latte. Nico Hug, der Außenverteidiger, macht da gar nichts falsch. Der Ball, der will nur nicht rein. Zum zweiten Mal Glück für Dortmund. Aber dieses Spielglück, das brauchst du eben da unten drin im Tabellenkeller, um sich da rauszuwobben. Und Halle will am Engagement, fehlt es definitiv nicht. Bei widrigen Bedingungen ist es ein gutes Spiel des HFC. Immer wieder auch über die Außen. Dann Berko mit Omladic aus der Drehung, Lotka. 61. Minute, HFC-Gelegenheiten jetzt im 2-Minuten-Takt. Nick Omladic noch ohne Scorerpunkt für den HFC. Der Slowene ist schon noch ein bisschen was schuldig, hat's aber schon noch drauf. Lotka aber auch. Der anschließende Eckball, wieder getreten vom 33-jährigen Slowenen. Und er probiert's raffiniert direkt. Marcel Lotka um ein Haar überrumpelt. Es ist das erste Spiel im Stadion Rote Erde seit März 22. Aber die Rückkehr ins Wohnzimmer für die zweite des BVB in der zweiten Halbzeit nicht mehr so prickelnd. Selten, dass sie mal so viel Platz in der HFC-Hälfte bekommen. Dann ist es aber mal richtig brenzlig. Pohlmann, Eberwein und ganz viel Raum für Özkan. Aber Niedfels schmeißt sich rein. Was für eine Aktion des Kapitäns. Das ist Leidenschaft, das ist Herzblut, das ist Identifikation im Abstiegskampf. Der pure Wille, die Rückkehr des 29-Jährigen. Gold wert für Halle. Die mitgereisten Fans natürlich nicht bester Laune, die stehen aber auch die ganze Zeit im Regen. Schlussphase, Freistoß, Omladic. Viele ruhende Bälle und dann Kreuzer mit vollem Risiko aus der zweiten Reihe. Sie probieren es aus allen Lagen, aber der Ball will nicht rein. 10 Minuten noch. So langsam ist es nur noch purer Kampf. Zimmer schießt auf Omladic, gute Abschlussposition und dann so ein cooler Ball. Es fehlt an der Kaltschnäuzigkeit im Abschluss. Aber vielleicht liegt über dieser Begegnung auch irgendwie ein Torfluch. 4 der letzten 6 Duelle endeten torlos. Nachspielzeit. Es spielt nur noch Halle. Und dann holt Stetschik nochmal einen Eckball raus. Ist das jetzt hier die Schlusspointe? Ristic und Co. hoffen natürlich. Kreuzer nochmal rein das Ding, aber die Ecke, die rutscht ihm vom Schlappen. Und dann ist Schluss. Zum 5. Mal in Folge spielt der HFC Remis. Auch der 8. Auftritt unter der Leitung von Sreto Ristić endet nicht in einer Niederlage. Aber sie treten auf der Stelle da unten drin und nach dieser Nullnummer in Dortmund bleibt Halle nach diesem Spieltag unter dem Strich. Das ist negativ. Aber positiv ist zu betrachten, es stimmt in der Mannschaft. Sie nehmen den Kampf definitiv an, aber sie müssen endlich mal wieder dreifach punkten. Nächste Woche wartet die nächste schwere Aufgabe. Zu Hause das Ostduell gegen den FC Erzgebirge Aue.